Wir betrachten einen Bottich, dessen Oberfläche durch die Rotation einer Kurve um eine vertikale Achse entsteht. Die Gleichung der Kurve ist z gleich h mal klein r im Quadrat geteilt durch groß R im Quadrat, wo h die Höhe des Bottiches ist und groß R der Radius der freien Fläche. Siehe Zeichnung hierüber. Bestimme den Rauminhalt dieses Bottiches. Wir werden zuerst unsere gewöhnlichen Schreibweisen übernehmen. Das ist die x-Achse, das ist die y-Achse und die kartesische Gleichung dieser angegebenen Kurve ist y gleich h geteilt durch groß R im Quadrat mal x im Quadrat je nach dieser Angabe. Wir werden zuerst das Spiegelbild von dieser Kurve gegenüber der ersten Winkelhalbierenden konstruieren. Und so erhalten wir diese grüne Kurve. Die Spiegelung gegenüber der ersten Winkelhalbierenden vertauscht die Rollen von x und y. Um also die kartesische Gleichung von dieser grünen Kurve zu finden, starten wir von dieser Gleichung und vertauschen die Rollen von x und y. Das heißt, da wo x stand, schreiben wir y und da wo y stand, schreiben wir x. Also so. Und dann lösen wir diese Gleichung nach y auf. Dieser grüne Graph ist also ein Teil des Graphen der Funktion f, die jeder Zahl x groß R geteilt durch Quadratwurzel von h mal Quadratwurzel von x zuordnet. Und jetzt brauchen wir nur noch für diese Funktion f unsere bekannte Formel anzuwenden, um den Rauminhalt von diesem Bottich zu finden. Hier haben wir die Situation im dreidimensionalen Raum. Wir werden jetzt diese grüne Kurve um die x-Achse drehen. Dazu beobachten wir die Animation. Und so entsteht effektiv ein Bottich, dessen Rauminhalt wir jetzt berechnen werden durch diese Formel. Der Rauminhalt von diesem Bottich wird also berechnet durch Pi mal das Integral von 0 bis h von groß R Quadrat geteilt durch h mal x dx. Dieser Bruch groß R Quadrat geteilt durch h darf aus dem Integral raus als multiplikative Konstante. Und dann suchen wir noch die Stammfunktion von x dx. Das ist x Quadrat halbe. Und die lassen wir variieren von 0 bis h. Das heißt, wir ersetzen zuerst x durch h, dann x durch 0 und die zweite gefundene Zahl ziehen wir von der ersten ab. Somit erhalten wir dieses Produkt, das sofort zu dieser Endantwort führt. Der Rauminhalt von diesem Bottich wird also berechnet durch Pi mal groß R Quadrat mal h geteilt durch 2. Es ist bemerkenswert, dass der Rauminhalt von diesem Bottich genau die Hälfte von Pi R Quadrat h ist. Das heißt, genau die Hälfte vom Rauminhalt des Zylinders, der als Basis diesen Kreis hat und als Höhe dieselbe Höhe wie die vom Bottich.